Willkommen, meine Klonkrieger, zu meinem Infovideo. Der Hype ist riesig. Ragnarok, die neue Map ist draußen. Das freie DLC im Steam erhältlich. Schnappt es euch. Wir starten am 15.06. unseren neuen Server um 14 Uhr. Raiden bei uns ist nur am Wochenende, und zwar Freitag von 14 Uhr bis Sonntag 23 Uhr erlaubt. Unter der Woche ist quasi Raid-Schutz. Das kann dann jeder nutzen und dann wieder für das Wochenende sich vorzubereiten. Des Weiteren ist unser Server von der Farm, Tame und XP auf 50 eingestellt durch den Multiplikator. Fliegen ist bei uns an, aber arg Standard. Das heißt, die Flugdinos, Movement und so, das funzt nicht. Die Offline Raid Protection ist natürlich an. Die folgende Mods, die wir uns rausgesucht haben, ist wie bei Imperium Standard, das Super Spy Glass, der Kibble Table S Plus, Stack Me More, der Telur Mod, wo er dann Regler, Server-Einstellungen, Event-Ankündigungen nachlesen könnt. Das ist eigentlich jetzt auch schon mittlerweile Standard. So, jetzt kommen wir natürlich zu unseren Special Mods. Wir nehmen Bounty Hunter mit rein. Das heißt, jeder Spieler kann irgendwann am Kopfgeldbrett mit seinem Namen stehen und wird gejagt vom Rest des Servers für sein Kopfgeld. Tot oder lebendig. Fände ich ganz nice. Muss ich ja ehrlich sagen, bin da ein bisschen von jemand anderem inspiriert, weil ich möchte jetzt ja keinen Namen nennen. Ne? Ja. Zu diesem Kopfgeld-Mod haben wir natürlich das AHA dazu genommen und natürlich die Kippeltable, die noch zusätzlich dabei sind, wo er dann diese Münze, die er beim Kopfgeld gewonnen hat, einsetzen können für Sache, für Ressource, verbesserte Rüstungen und ja, da kommt einiges zusammen. Kommen wir noch zu wesentlichere Sache, die vielleicht ganz wichtig sind. Ich erwähne die jetzt auch nur so am Rande. Auf unserer Facebook-Seite ist alles ausführlich zu finden. Das Raider von bis wann habe ich euch schon gesagt. Höhlen und Ruinen müssen jeweils frei bleiben und dann mindestens Abstand von locker über eine Turretlänge hinaus. Weil wir einfach wollen, dass sich jeder Ragnarok erkunden kann. Das heißt, Ruine anschaue, Höhle in entspannter Atmosphäre erkunden kann, ohne irgendwelche Turrete auszuweichen, weil dadurch ist man ja einfach eingeschränkt und es soll einfach freier Zugang zu den jeweiligen Orten gewährleistet sein. Wir haben ein großes Plateau neben der Ruinburg gefunden und beanspruchen das einfach als Admin City, wo ihr euer Kopfgeld einlöse gehen könnt oder als AHA finden werdet. Ja. Wir haben die Mod Teleporter drauf und werden dazu Public Teleporter stellen. Da möchte man auch jegliche Strukturen, Entfernung haben, genauso wie bei Ruine und Höhle. Dann haben wir das Ganze noch so, dass a Base mit Rex zu Land erreichbar sein muss. Ressource-Spots wie Perle, Metall und Co. bitte versuche frei zu halten, ist kein Muss, aber sollt bitte frei bleiben, solange das möglich ist. Strukturlimit ist das ähnliche Limit, das es auf unserem Server geben wird. Das liegt bei 3000. Tribe-Größe ist nicht limitiert, das heißt, ihr könnt nur vollstopfen, bis die Server-Slot-Zahl platzt. Und Tiere können euch so viele Dodos tamen, bis, ich weiß nicht, bis der Boden nur noch voller Dodos zu sehen ist. Keine Ahnung, lassen euch was hinfallen. Gibt kein Limit. Außer der Server fängt an zu lecken, weil ihr so großer Dodo-Stall habt. Das möchte ich sehen, das war eine Ansage. Die Quest steht. Turret-Quetzel ist bei uns verboten und wenn wir dann schon beim Plattform-Dino sind, ich möchte, dass der Reiter komplett frei bleibt von jeglicher Struktur. Da wird nicht der Fuß hinten in einer Foundation noch nicht gesteckt, nein. Ihr nehmt ein College, der soll sich auf den Sattel setzen und dann bauen wir hinten dann einfach die Struktur auf. Somit ist der Reiter komplett von Struktur frei.
Mehr wollen wir gar nicht. Seelische Quetzel mit Turritz, Wetterquetzel, direkt getötet. Da gibt es keine Warnung, Verwarnung, nix. Das Ding ist sofort tot, wenn ich es entdecke. Selberes passiert mit Plattform-Dinos, wo der Reiter von Strukturen berührt wird. Das Tier stirbt direkt. Ihr habt hier in der Info gesagt bekommen, was Sache ist, und es wird auch in der Regel nochmal stehen. Jeder ist also informiert. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Somit nicht jammern. Wenn wir beim Jammern sind, auf unserem Server ist der Global Chat aus. Wer aber dennoch ganz dringender Admin braucht, kann gerne auf unserem Server TS vorbeischauen. Das ist auf unserer Facebook-Seite noch einmal die IP zu finden sind wird. Damit man da immer Admin finden wird, ob er Support Raum gäbe, wo immer Admin ab spätestens 19 Uhr zu finden ist. Ja, wir haben Stoßzeiten mit der Admins, es geht jeder arbeiten und kann nicht immer 24 Stunden da sein. Hat ein Problem mit irgendwelchen Tribes oder so, machen Screenshots, sammeln die Informationen, dass wenn dann der Admin kommt, na damit zuspammen können. Der freut sich immer ganz, ganz toll darüber, wenn dann so viele Informationen zusammenkommen, weil umso weniger Arbeit hat man dann einfach, um das Ganze dann aufzuklären. Im Juli werde man Event starten, da freue ich mich schon richtig drauf. Das Ganze werde ich dann auch wieder filmen und auf meinem Kanal wird das wieder sehr groß gedreht, wie zum Beispiel das Bogenschießen und so weiter. Das haben wir ja bestimmt schon gesehen. Ja, machen wir wieder was auf Ragnarok, wird ganz cool. Muss ich mal noch eine Location suchen. Was brauchen wir noch? Schreibt es mal in die Comments, was wir noch wissen wollen. Ich beantworte es gern. Am Tunnel, vergesst das Abo nicht. Teilt das Video mit euren Tribe-Kollegen. Informieren alle, die ihn kennen. Imperium macht wieder ein neuer Server auf Ragnarok. So, hier haben wir noch mal ganz kurz die Map eingeblendet. Das sind die Almoxieren, wer sie noch nicht gesichert. Ich meine, ihr habt ja bestimmt schon alle im Singleplayer vorbeigeschaut. Ja, ich freue mich auf jeden von euch. 15.06. 14 Uhr. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao, euer Imperator.